So Fetzereien heute oder was? Ja, ich hatte, also heute hatte ich insgesamt 3. Vor 2 Tagen hatte ich 2. Aber ich muss eh in 3 Wochen muss ich eh rein. Für 6 Monate wahrscheinlich. Ich versuche das aber zu dribbeln, dass das nächstes Jahr schon verschoben wird. Das sind 3 Wochen, aber auch wenn es in 3 Wochen ist, dann gehe ich einfach so lange auf Flucht, bis nur dann lügen. Was geht ab, meine Matrosen? Ich hoffe, euch geht's gut. Normalerweise wäre heute ein ganz, ganz anderes Video gekommen. Ja, aber dafür kommt das dann morgen oder übermorgen. Denn die Scheiße ist ordentlich am Dampfen, ja. Die Leute haben mich voll geballert mit diesem Thema. Und ja, es entspricht der Wahrheit. Sarah GBS ist auf Flucht. Saufen! Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie Amina Keim auf Flucht. Ich hab doch gesagt, die ist Michael Scofields Tochter, Amina Keim. Jetzt mal Spaß beiseite so, ne. Sie muss wahrscheinlich für ein halbes Jahr reingehen. Und ich hatte gestern einige Telefonate, die das auch bestätigt haben. Ja, die Kacke ist ordentlich am Dampfen, wie gesagt. Ja, was soll man noch bitte dazu sagen? Man kann ihr nicht helfen. Aussichtslos, Bruder. Viele haben mir empfohlen, auf das Video von Pumpe Monkey zu reagieren. Dort hat der mit ihr telefoniert und dort hat sie das auch halbwegs angesprochen. Dennoch hat sie wahrscheinlich gelogen. Sie hat es nicht so erzählt, wie es eigentlich ist. Bleibt auf jeden Fall von Anfang bis zum Ende am Start. Besorgt euch Chips, Meeps, Debs, Popcorn, lehnt euch zurück und genießt dieses Video. Ich werde in dem Video noch einige Dinge ansprechen, sagen, tun, dass sie mal die ganze Wahrheit erfährt, ja? Denn die arme Mutter hat das nicht einfach mit ihr. Das ist auch, glaube ich, jedem bewusst. Es wird einfach immer schlimmer und schlimmer. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Also, du kennst ja meine Mutter, ne? Du hast ja mit meiner Mutter telefoniert, ne? Ja. Ist meine Mutter eine normale Frau? Ja. Nee, lo, ich dachte, die ist ein Alien, Amenarim. Natürlich ist das eine normale Frau. Hä, Amenarim, was denn sonst? Der Arzt erzählt Lügen über meine Mutter. Der, seit Tagen redet er über meine Mutter, sagt, dass meine Mutter angeblich irgendwas Ekelhaftes macht. Das stimmt nicht mal. Und ich schwöre, mich juckt das nicht, wenn Leute über mich reden. Aber wenn man über meine Mutter redet und Gericht auch über meinen Vater, mein Vater wohnt in Köln, der erzählt, mein Vater wohnt in Frankfurt, der redet ganz oft über meine Eltern, weil er nichts zu tun hat. Ich bin ganz oft ausgerastet. Ich will das nicht mehr. Hör auf, über meine Eltern zu reden. Also sie meint hier gerade Arfa. Guck mal, ich sag dir mal eine Sache, Sarah. Und jetzt auch für die Allgemeinheit. Also ich verstehe das auf jeden Fall, was sie meint. So, ne, man soll nicht über ihre Eltern reden. Die ist das, tralala, das verletzt sie. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Es sei denn, man sagt die Wahrheit, Sarah. Dann ist das natürlich was anderes. Und ich weiß jetzt nicht, was Arfa ganz genau gesagt hat. So wie du das jetzt hier angesprochen hast, meinte er wohl, dass sie auch auf der Straße ackert und so. Das stimmt natürlich nicht, ne, um Gottes Willen. Ich habe ja auch schon mal mit dieser Frau telefoniert und ich weiß, wie diese Frau tickt. Denn sie ist jetzt nicht so auf dem Film wie Barbie, Ilgene oder Sarah, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine Lüge. Und ich kann auf jeden Fall verstehen, warum sie sauer ist. Aber Sarah, sag ihm eine Sache, wovon das kommt. Das kommt davon, weil du denen auch die Aufmerksamkeit schenkst. Erstmal auf die Aufmerksamkeit. Keiner braucht deine Aufmerksamkeit. Verstehe mich nicht falsch. Was ich damit meine, ist, du gehst in deren Livestream rein und diskutierst mit denen. Die wollen dich dann doch einfach nur abfucken. Und so wie du auch sehr viel Scheiße über andere erzählen auch sehr viele Leute Scheiße über dich und deine Familie. Traurig, aber wahr. Der kann über mich sagen, was er will, aber nicht über meine Eltern. Das ist ein erwachsener Mann. Der hat meine ganze Freundin nach Geld gefragt damals, weil er kein Geld aus der Tasche hat. Der erzählt irgendwelche Gerüchte. Der will von jedem Geld gegammelt haben. Der ist Gerüchte über mich. Der soll mich einfach in Ruhe lassen, mein Ding durchziehen lassen. Ich weiß, was der von mir will. Der ist am Freitag in Köln. Ich habe meine Ansage gemacht, ey, wenn du Köln bist, meine Typen hauen dich. Amenachim, jetzt fängt das wieder an. Gerade meine Typen hauen dich. Welche Typen dann? Welche Typen? Guck mal, Sarah, das ist das, was du falsch machst. Du kannst nicht sprechen. Du kannst auch nicht Sachen normal klären. Das geht mit dir nicht. Ja, nee, ist doch klar, dass diese Leute... Du bist doch nur gefressenes Futter für diese Leute. Ist doch normal, dass sie dich abfackeln. Ist doch normal, dass sie dich dann fertig machen. Hey, Khalas, hör doch auf, solche Dinge zu sagen. Hör doch auf, öffentlich solche Dinge zu sagen. Du machst dich doch noch mehr strafbar, Digga. So, ja, nee, du musst doch so oder so schon 6 Monate rein. Du musst für 6 Monate in Haps, Amenachim. Weißt du, was das heißt? 6 Monate Haps? Du willst doch nicht noch länger da drin bleiben, oder? Wie kannst du dann öffentlich sagen, du weißt ja ganz genau, dass Pumpe Monkey da live war, du sagst live, dass deine Typen ihn hauen werden. Und stell dir mal vor, es entspricht der Wahrheit und deine Typen hauen ihn. Was denkst du, was dann passieren wird? Vor allem, wenn das öffentlich passiert, in der Innenstadt, öffentliches Interesse, dies, das, tralala, ja, ne, Feierabend mit dir dann. Dann ist mit dir Feierabend, weil das ja schwarz auf weiß auch noch öffentlich ist, weißt du, was ich meine? Deswegen, hör, pass auf, was du sagst, dich Idiot, Sonderschule, was soll ich dir sagen? Ich bin ein Typ und damit, die hauen dich, weil er warte ab und er meinte, okay, dann komm. Der hat sich auch von Maya alles in Frankfurt bezahlen lassen, weil er kein Geld hat. Dann hat er gesagt, dass du zu ihm meinst, er soll mit auf die Tour gehen, aber dass er dann abgelehnt hat, weil er keinen Bock hatte. Dann habe ich gesagt, das stimmt nicht. Ja, da war Ruder auch drin. Der meinte, dass, dass du zu ihm gesagt hast, dass er auf die Tour kommen, mit auf die Tour kommen soll, aber dass er keinen Bock hatte. Dann meinte Ruder so, ja, das stimmt. Also Ruder hat bestätigt, dass Arfa abgesagt hat für die Tour? Ja, im Livestream. Ja, ich hab doch Chats, wo er geschrieben hat, wie ohne mich. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, was die intern für Probleme haben, ne? Ich bin mit jedem von dem cool. Außer mit Huda. Huda verstehe ich nicht. Wallah, ich verstehe gar nicht, warum die da überhaupt mit dabei sein muss. Ihr habt doch ohne Huda rasiert. So, Fatih, ihr habt doch ohne Huda rasiert. Ihr braucht eine Huda nicht. So, die wird dich am Ende des Tages wieder verraten. Just der Just, Bruder. 100%. Das geht an jeden. Haltet euch von Ratten fern. Die sind nur bei euch, bis sie nicht mehr das bekommen, was sie normalerweise bekommen haben. Punkt. Ja, ich verstehe auch nicht, warum der Lügen. Der redet sich die ganze Zeit richtig cool.
aber ich glaube, dass er nicht cool ist, weil er ganz über meine Mutter schlecht redet. Und er sagt dann, ich mache ein Video über, ich mache ein Video mit einem bekannten YouTuber über deine Mutter. Und ich dachte dann, dass er dich meint. Aber ich dachte mir auch so, hey, du kennst ja meine Mutter, man soll einfach lügen so. Das stimmt ja nicht. Bevor du jetzt wieder auf mich kommst, nein, ich trau mit Alpha dieses Video nicht. Alpha und ich, wir haben auch gar nicht über sowas gesprochen, um Gottes Willen. Ich würde niemals ein Video gegen deine Mutter machen, um Gottes Willen, nie im Leben. Ich habe zwar in meinen Videos erzählt, was Phase ist, ne, wie die Lage ist, was für Sachen gesagt wurden, was ich ein bisschen komisch finde. Mehr habe ich aber nicht gesagt. Ich würde niemals deine Mutter, ja, solche Dinge vorwerfen haben können, dass sie irgendwie auf der Straße arbeitet oder so, um Gottes Willen. Würde ich niemals machen. Deine Mutter ist auch eine normale Frau, die so oder so schon genug Probleme hat wegen dir. Wer sind dann noch diese ganzen TikToker, die das Leben von deiner Mutter noch schwieriger machen? Wer sind die, Amanakel? Deswegen auch eine Bitte an euch alle, hört auf, über die Mutter zu sprechen. Vor allem die Mutter hat damit nichts zu tun. Das sind Menschenrechte. Wir haben natürlich große Aufgaben, Erde. Wenn eine Frau auf der Erde nicht Freiheit, dann ist kein Mensch auf der Erde, seine Freiheit hat. Nein, wir sind gerade mit dem Chat, wollten wir reinkommen und uns das angucken. Und dann bist du raus. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir rufen die mal an. Ja, ich war mit den Live, aber irgendwann wurde mir das auch alles zu blöd. Weil ich habe auch hier andere Probleme. Zum Beispiel, ich habe jetzt nur noch 2 Finger auf einer Hand. Warum? Was hast du? Also ich habe hier gar keinen echten Nagel mehr. Der ist komplett ab. Ich habe nur Haut. Zeig mal nochmal. Komplette Haut. Also ich habe da gar keinen Finger, nix. Also einfach kein Nagel, weil ich habe heute gehauen. Ich habe noch das Video gesendet. Warum haut man sich denn noch? Vor allem als eine Frau, das steht euch nicht. Das steht auch keinem Mann. Kein richtigen Mann steht es, dass man sich auf der Straße prügelt. Es steht keinem Menschen. Es ist so. Aber bei einer Frau sieht das nochmal ein bisschen ekliger aus, Digga. Stellt euch mal vor, ihr seht draußen eine Frau, 2 Frauen, wie die sich kaputt schlagen so. Aber so richtig Hardcore, Bruder, wo Nägel abfliegt, wo Haare auseinandergenommen werden, wo Fressen eingehauen werden. Ich habe so einen großen Jara. Aber dann kriegen. Ekelhaft einfach. Weißt du, was ich meine? Deswegen, mach doch nicht mehr diese Filme. Wie oft soll ich das noch sagen? Krieg endlich die Kurve. Ja, mach was aus deinem Leben. Ich habe gehört, du wurdest rausgeschmissen von der Schule. Hast einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 nicht mal, Alter. Egal, was du laberst, du lügst. Du hast keinen Abschluss. Wenn du einen Abschluss hast, dann zeig das. Dann zeig, dass du einen Abschluss hast. Und dann hast du noch meine Haare abgerissen worden. Also ich habe einen Extension ab, aber ich habe nicht passiert. Das ist doch kein Problem. Ich habe auch von nichts Angst. Ich kläre Sachen auf der Straße, sagt sie, arme Nachkoim, ja, jetzt fängt das wieder an, ja. Was für Straße, du bist nicht Straße. Findest du das cool, Straße zu sein? Die Straße ist nicht cool, die Straße ist ekelhaft, wenn du das wissen möchtest. Die Straße ist ekelhaft. Frag mal die Jungs von der Straße, ob das gut ist, ja. Frag mal, ob die Straße geil ist. Frag mal. Wallah, die findet... Junge, das ist noch ein Chojuk. Was soll ich euch sagen? Die findet die Straße geil. Mal gucken, wenn er reingeht, wenn er erwischt wird. 6 Monate. Wie geil die Straße ist. Will ich mal auf jeden Fall wissen. Wallah, wie kann man so kaputt sein im Kopf? Wie geht das, arme Nachkrieg? Ich kläre Sachen auf der Straße. Tamam, Brock Lesnar. Und ich bin noch jetzt von der Schule geflogen. Mir geht's richtig schlecht. Ich hab eine Depri-Laune. Ich hab echt schlechte Laune. Da kommt ein Alpha und redet über meine Mutter. Wo ich mit meiner Mutter war und da kein Feld, gutes Feld habe. Der redet einfach über meine Eltern die ganze Zeit schlecht. Und dann sagt, erzähl einfach Gerüchte, wenn du ein Problem mit mir hast, okay. Aber hör auf, über meine Mutter Gerüchte zu erzählen. Sowas geht nicht. Meine Mutter kann nichts dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Meine Mutter ist eine normale Frau. Du hast selber mit meiner Mutter telefoniert. Guck mal, ich sag dir mal eine Sache. Deine Mutter kann schon etwas dafür, dass du so bist, wie du bist. Sie war wahrscheinlich in der Erziehung zu locker drauf. Natürlich jetzt nicht 100%. Es gibt natürlich auch liebevolle Eltern, deren Kinder sind einfach Katastrophe, ne? Hat ja manchmal das wirklich nichts damit zu tun. Aber bei dir ist das doch mal ein anderer Fall. Aber nachkommen, du bist auf der Straße, du bist bis 7 Uhr morgens draußen. Wisst ja, wie alt du bist, ne? Deine Mutter hätte da auf jeden Fall was klären müssen. Denn wie kann es sein, dass du bis 7 Uhr morgens draußen bist? Welche Mutter lässt das zu? Wie sieht das denn bitte aus, wenn so ein Mädchen in ihrem Alter bis 7 Uhr morgens draußen ist? Aber habt ihr nichts zu tun. Geht mal nach Hause, lernt mal für eure Prüfungen, aber nachkommen. Macht mal was. Macht was aus eurem Leben. Seid produktiv. Hört auf der Straße rumzugammeln, Sachen zu rauchen, Scheiße zu bauen. Ihr kommt so im Leben niemals weiter. Vertraut mir. Auf Dauer ist das nichts. Deswegen geht nach Hause. Denkt nach, was ihr aus eurem Leben machen könnt. Macht was aus eurem Leben, bitte. Ich habe meiner Mutter sehr viele Probleme gemacht und deshalb verstehe ich nicht, warum er über meine Eltern redet die ganze Zeit und ich verstehe nicht, warum man so einen Menschen Reichweite sendet. Und danach hat Bruder halt gelacht, er meinte, Bruder, findest du das lustig? Ich meinte, nein, ich habe nicht deshalb gelacht. Aber die meinte halt die ganze Zeit, die gehen dann nicht mehr mit dem Live, wenn er über meine Mutter redet, aber dann gehen die auch die ganze Zeit live, wenn er mit meiner Mutter redet. Also über meine Mutter. Und erzählt aber Gerüchte die ganze Zeit und lacht dann so dreckig und redet sich dann voll cool. Und er erzählt Gerüchte über mich, dass ich angeblich ackern gehe, obwohl das auch nicht stimmt. Er lügt einfach die ganze Zeit. Da du das jetzt so oder so angesprochen hast und es schon öffentlich wurde, bist du dir sicher, dass das eine Lüge ist? Sarah, 2 Tage später hast du eine Story gepostet. Das haben mir die ganzen Leute geschickt. Und da hat man auch gesehen, wie du drauf bist, was du da gezeigt hast, ne? Draußen. Ich will jetzt nicht großartig viel darüber sprechen, denn irgendwo ist das Eib, finde ich. Aber es ist nicht gelogen, dass du auf der Straße dein Geld verdienst. Schon lange. Das ist schon sehr, sehr lange. Das habe ich ja auch schon, glaube ich, mal vor Monaten angesprochen. Das haben mir Leute bestätigt, mit dem du zusammen gewohnt hast. Waren diese Fetzereien heute oder was? Ja, heute hatte ich insgesamt 3. Vor 2 Tagen hatte ich 2. Und vor 5 Tagen, gestern hatte ich eine nochmal.
Und danach kommen sie redet so, als wären das irgendwie nur so Strafzettel, als hättest du irgendwo falsch geparkt. Ja, ich hatte gestern 3 Strafzettel, Bruder. Ich hatte gestern, vorgestern noch einen Strafzettel, Bruder. Dann haben wir nachgeräumt. Es geht hier um Schlägereien, haben wir nachgeräumt, wo Frauen ihre Nägel verloren haben, wo Frauen Haare verloren haben, wo Frauen deren Gesicht auseinandergenommen wurden. Sie redet einfach so locker. Ja, also gestern hatte ich 3, gestern hatte ich 2, gestern hatte ich 1. Haben wir nachgeräumt, was ist das denn? Ich bitte dich, daran merkt man doch, dieses Mädchen kann nicht normal sein. Aber das weißt du, warum das ist? Das ist einfach so, weil mir geht's einfach scheiße, mir ist eh alles egal, auch wenn ich eh nicht, aber niemanden besser auf mich geht. Ich war wegen Gegner ja auch Bruder, ich habe das mit Gegner jetzt auch geklärt und so, wir sind wieder Freunde. Aber ich muss eh in 3 Wochen, muss ich eh rein, für 6 Monate wahrscheinlich. Ich versuche das aber zu dribbeln, dass das nächstes Jahr schon verschoben wird. Aber ja, mal gucken. Aber eigentlich muss das in 3 Wochen sein. Aber auch wenn das in 3 Wochen ist, dann gehe ich einfach so lange auf Flucht, bis es nur Januar ist. Weil ich will auch eigentlich Silvester so hier in Deutschland verbringen. Und nicht draußen, so, also nicht drin in einer Zelle, sondern eher draußen. Menschen, ja, Kriminelle gehen auf Flucht, damit sie, keine Ahnung, noch Zeit mit der Familie auf Undercover verbringen können. Und dann gibt es eine Sache, GBS, sie geht auf Flucht, damit sie noch Silvester draußen feiern kann. Saufen! In der Innenstadt, Kölner Innenstadt. Saufen! Dann haben wir nachher im Bunnel an. Ich bitte euch, ja, was ist das, ja? Also ich habe schon vieles gehört, aber das ist krass. Ich schwöre, aber das ist krass, Alter. Ich habe keinen Bock mehr, Bruder. Bruder, Alter. Ich gehe auf Flucht, damit ich noch Silvester draußen feiern kann. Sack, der geht arme. Nachkommen. Wenn das wirklich so stimmt, wie du das sagst, dann inshallah bist du gepackt. Sorry, aber ist so. Man, wer weiß, was du noch draußen auf der Straße machen wirst, Alter. So, dieses Mädchen ist nicht ohne Land, aber nachkommen, sie hat einfach einen Stein in ihrer Tasche für Schlägereien, Bruder. Inshallah, die Amjas, nimm dich und schmeißen dich rein, aber nachkommen. Bunelan, dann geht, aber nachkommen. Mach die sich wichtig, Land. Töbe, töbe, wie Silvester. Also, alles, was gerade scheiße, was scheiße laufen kann, da kommt noch ein Anfang und redet über mich. Ich verstehe das, ich lass mich doch einfach in Ruhe. Und du bist heute von der Schule geflogen? Ja, also, das ist eh nicht so schlimm und so. Ich hab eher einen Abschluss und so, aber ich hab eher einen Abschluss und so, aber ich hab eher einen Abschluss und so, aber... Ohne viel Wallahi oder ich schwöre auf das oder ich schwöre auf dies oder ich schwöre... Ne? Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Ich hab mich halt mit dem Mädchen in meine Schule geschlagen und so. Liebe Grüße, Tia. Die hat kassiert, ich kann dir auch das Video zeigen, aber das kannst du leider nicht komplett anblenden, weil auch andere Leute drauf sind. Ey, Walla, die flext damit, dass es davon ein Video gibt, wie sie andere kaputt schlägt. Sie flext damit, Bruder. Nee, ich kann dir das ja schicken. Sick, der geht Amen Akkoy. Wer will dieses Video sehen? Inshallah schickst du das den Falschen und der schickt das den Amjas Amen Akkoy. Damit die mal sehen, was mit dir ist. Was ist los, Lan? Was ist los? Wie kann man sowas tolerieren, Lan? Wo sind wir gelandet? Aber ich kann dir das doch gerne schicken. Ist ja eh egal. Ich hab eh einen Abschluss. Scheiß drauf. Scheiß drauf, dass ich von der Schule geflogen bin, sagt die. Wo hast du einen Abschluss? Aber wo hast du einen Abschluss? Zeig! Ich schwör auf alles, ich will deinen Abschluss sehen. Es wird niemals dazu kommen, dass du deinen Abschluss zeigen wirst. Soll ich dir mal sagen, warum? Weil es keinen Abschluss gibt. Wollen die das nicht und so. Aber die hat das verdient, weil wenn man immer über mich redet, ich kann auch nicht, ich bin auch nur ein Mensch. Ich hoffe nicht immer, ich bin auch nicht die Stärkste. Ich habe so oft in meinem Leben kassiert, aber irgendwann mal kann ich auch nicht mehr. Wieso lässt man mich nicht einfach in Ruhe? Jenny, du willst dein Leben ändern, sagst du, oder? Jetzt ist es zu spät. Ich habe falsche Freunde, die haben mich verarscht. Ja, aber du bist doch noch so jung. Ja, die machen alle mein Leben kaputt. Das stimmt nicht. Guck mal, es ist nie zu spät, ja? Und keiner macht dein Leben kaputt. Du machst dein Leben selbst kaputt. Ich hab dir das 1000 Mal gesagt. Ey, wenn du Hilfe brauchst, wir helfen dir. Walla, wie oft haben wir dir Hilfe angeboten, dass wir dir helfen, dass du mal wieder ins Leben kommst, dass du mal wieder ein Leben führst und nicht so ein Leben haben nach Bunelan. Wie oft haben wir dir das angeboten? Walla, schaut euch die Videos an. Wie oft habe ich dir gesagt, ey, wenn was ist, wir helfen dir. Kein Problem. Aber du nimmst diese Hilfe nie an. Willst diese Hilfe doch gar nicht. Du willst doch so ein Leben leben, wie du lebst. Guck mal, gleich werde ich euch ein Video einblenden. Das war ein Tag später. Land nur einen Tag später. Warum hältst du keinen Abstand von denen? Mach ich, aber mein Alter geht live und redet über meine Mutter. Scheiße, was ist der? Macht sich einfach zugucken. Jeder glaubt das, was der sagt. Der kennt meinen Vater, der kennt meine Mutter, warum belügt er mich? Der ist nur am Lügen. Natürlich, diese Rumgeschreierei war nur Schauspielerei für Netflix. Keine Sorge, ne? Das war alles nur Schauspielerei. Aber nachher im Bunnelan. Walla, Fatih konnte sich selbst nicht zusammenreißen, ne? Ich schwör auf alles, war echt da. Ich hätte Joby nicht gelacht. Aber egal. So, hier beschwert sie sich noch über diese Leute. Einen Tag später postet sie genau das hier in ihre Story. Wisst ihr, was ich da gerade gesehen habe? Ich glaube, die meisten Leute haben dieses Video gesehen. Die hat das selbst in ihre Story gepostet. Dann haben wir nachgekommen. Wie kann man denn seinen Gött selber zeigen? Bruder, das ist schon zu krass so. Weißt du, was ich meine? Und ich sage euch eine Sache, das ist ein Tag nach dem Livestream passiert, ne? Ein Tag nach dem Livestream. Ja, nee, sie wird sich niemals ändern. Dieses Mädchen ist ein Fall für sich. Ich schwör auf alles, Mann.
Aber nachher, wie kommt die ins Spilo rein, Lan? Wie kommt die ins Spilo rein, Bruder? Sie postet einfach, wie sie im Spilothek ist, Bruder. Ist das normal? Komm und dreh nicht durch, Lan. Was soll ich euch noch dazu sagen, bitte? Was soll ich euch noch dazu sagen? Ist doch klar, dass die Mutter irgendwann durchdreht, Alter. Ist doch klar, dass die Mutter irgendwann einen Knacks bekommt. Wallah, ich kann sie irgendwo jetzt verstehen, warum sie jeden Tag diese ganzen YouTuber anruft und nach Hilfe bittet, Amanakö. Ey, die weiß ja auch nicht mehr weiter. Amanakö, was soll die denn noch machen? Die Tochter ist außer Kontrolle. Dann stellt euch mal vor, ihr habt so eine Tochter. Hand aufs Herz. Wir kennen alle unsere Eltern. Wie würden unsere Eltern reagieren, wenn die Kinder so drauf wären wie Sarah GBS? Ich will, dass sie das jetzt in die Kommentare schreibt. Ich lese mir die Kommentare durch. Wir hören uns demnächst. Wallah, ich hab keinen Bock mehr. Ich krieg grad, boah, innerlich werde ich gerade warm. Kennt ihr das? Bevor ich jetzt hier irgendwie einen Ausraster bekomme, wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Passt auf euch auf, ja? Folgt mir auf Instagram, sehr, sehr wichtig. Haut rein. Ja, stimmt, Lejanko hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosenboden.